ihr Lieben, ABC Teil 3. Und jetzt lese ich euch vor, weil hinten sind ja immer meine Tipps und meine Gedanken, meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse, die ich weitergebe. Ich bin ja vierfache Mama, inzwischen alle erwachsen, selber auch schon in der Pädagogik zum Beispiel tätig. Aber hier steht übrigens, am schönsten ist es, mit einem Freund oder einer Freundin zusammen etwas zu tun. Zu zweit macht alles viel mehr Spaß und viel mehr Freude. Achtet speziell darauf, dass es sich hier um kein Wettrennen handelt. Außer bei Buben, die sich gern messen wollen und es sozusagen dieses Maßprinzip, dieses männliche Prinzip fördern und unterstützen möchte. Aber grundsätzlich heißt es wirklich, dass es sich um kein Wettrennen handelt. Es gibt kein Wer ist besser, wer malt schöner oder wer malt oder schreibt mehr Buchstaben. Vergesst nicht, ihr seid keine Konkurrenten, sondern Freunde. Also seid freundlich miteinander. Da steckt das Wort Freund schon drin. Schadet euch nicht mit hässlichen Worten. Worte haben nämlich Macht und können viel bewirken. Das Gesagte macht etwas mit einem und auch mit dem anderen. Die schönen Worte machen die guten Gefühle und die hässlichen Worte machen die unguten Gefühle. Wer will schon ungute Gefühle haben? Ihr nicht und andere auch nicht. Ihr könnt immer wählen, welche Worte ihr formt. Und sollte euch einmal kein schönes Wort einfallen, das kann durchaus einmal passieren, dann hat man immer noch die Wahl, keine Worte aus seinem Mund zu formen. Bedenkt, jedes Wort hat seinen Ursprung durch einen Gedanken, der durch das Aussprechen in eine Form gebracht wird, um dann auf einen anderen zu treffen. Wer hört den Gedanken zuerst richtig? Er. Jeden Gedanken hört man zuerst selbst in seinem Kopf. Und das erzeugt demnach auch zuerst in einem selbst das entsprechende Gefühl. Daher ergibt jeder hässliche Gedanke zuerst bei euch ein ungutes Gefühl, wie auch jeder schöne Gedanke ein gutes Gefühl hervorruft. Und wenn ihr diesen Gedanken dann in Worte fasst und aussprecht, trifft es auf den anderen und erzeugt dann im anderen ein Gefühl. Und wisset, je schöner die Gefühle sind bei euch und bei den anderen, umso besser gelingt auch jedes Miteinander. Jedes Vorhaben, auch das Malen und Schreiben. Also, wie wählt ihr zukünftig? Welche Worte lasst ihr in Zukunft über eure Lippen kommen? Ja, das ist natürlich ein High-Level, aber doch sehr einfach erklärt. Unser Bewusstsein steigert sich jetzt die letzten Jahre ganz speziell. Was machen diese Gedanken überhaupt in uns? Sind sie toxisch oder sind sie wohltuend? Das nächste ist, wir formen diese Gedanken in Worte. Und was bewirkt es in uns und vor allem beim anderen? Also wir sind uns jetzt dieser Zusammenhänge bewusster und versuchen da unsere Meisterschaft zu bekommen, dass wir sie handeln, besser handeln. Mit dem Bewusstsein, was macht es eben mit mir und mit dem anderen. Und es ist so ein schöner Satz, was du selbst nicht haben willst, das tue dem anderen nicht an. Also, wenn der Gedanke selber einen verletzt, schlechte Gefühle hervorruft, ein Unwohlsein hervorruft, dann lass es hier nicht raus, dass es dem anderen dasselbe bereitet. Also, ja, Bewusstsein über Gedanken, aber da steht nicht nur das drin, da steht natürlich auch andere Tipps im Umgang mit Buchstaben oder mit dem Lernprozess Lesen, Schreiben drin und da erzähle ich euch im nächsten Video nochmal kurz einen Ausschnitt davon. Bleibt dran!